Also. Immer auf dem Teppich landen. Auf dem Teppich bleiben und dann den Knopf lang drücken. Und was machst du da? Ist doch gut versteckt. Also ich würde den jetzt so lassen. So Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal. Ja, ein etwas in die Jahre gekommener Titel. 2014 kam der raus, Styx Master of Shadows. Ich habe mir das damals mal gekauft, aber ich habe es nie wirklich gespielt. Ich habe es jetzt gerade angetestet zum Aufnehmen und ja, ich würde sagen, wir starten einfach ein neues Spiel. Und gucken mal, was das Spiel so kann. Ja, welchen Schwierigkeitsgrad nehmen wir denn? Ich würde sagen, normal. Weil ich das gesehen habe, ist es ein Schleichspiel. Kämpfen kann er nicht so gut, der kleine Styx. Bin ich jetzt ja schon viermal gestorben, weil man ziemlich leicht erwischt wird. Obwohl die KI manchmal wirklich blöd ist von den Wachen. Also ich muss die Taste drücken. Ich bin ja dumm. The Atrium of Akanash. A world shut inside another. This is what humans do when they don't understand a thing. They build walls around it. They put locks on the doors, and they put soldiers in front of those doors. The bigger the secret, the bigger the lock. And the craziest are those who want to pick it. May my ancestors forgive me. I'm one of those, to my misfortune. This noise, these voices. I can't stand it. Amber. That damn golden mud oozing from the heart of the world tree. A magma of sticky dreams. All the thoughts of those who wanted to taste the forbidden sap. Humans. Elves. All their private little chatter is mixed up in this disgusting soup. A flood of ideas constantly flowing into my head. For all these years, it took so long for me to find this place. With each step, I heard my voice a little less, and all the others a little more. I'm so tired. It's time to finish it, while I can still recognize my own thoughts. The heart of the tree, it's why I'm here. That, at least, I'm sure is my own desire. Take possession of this source of infinite power, but also misfortune. It's time to move to the first phase of the plan. Drop your weapon. And it starts now. All right, beast, wake up. Answer when Lord Barnuman speaks to you. Who are you? Speak. My name is Styx. There's a surprise. The elves give names to their monsters. Where do you come from? I've never seen anything that looks like you. I am one of a kind. It's the elves who created it, Father. That's obvious. They pulled this runt out of their sticky larvae. Come on, der muskulöse Arm. Spy on us. Speak. Is it the elves who sent you? Why are you here? Elves. Wieso braucht man so einen Raum? Wieso hängt das Ganze? What did you come here for? I came for the heart of the tree, of course. I knew it. Those degenerates want to retake the tree and keep their precious amber for themselves. Father, we must bring them to heal while we still have time. Enough, Aaron. I secured this alliance with the elves and I intend to respect it. For the moment we need the elves. You know it very well. Rubbish. Oh yes, you do need the elves. How many of you poor little humans died the last time you tried to extract amber by yourselves, huh? How many? Hundreds? Oh yes, you do need the elves. But they don't need you. How long do you think you can lock them up in their own world? The amber is theirs. The
the tree is theirs. The heart of the tree is theirs. And I intend to get my hands on it and take it away from here. They're dying to get their tree back, eh? But they won't do a thing. We have an agreement. An agreement? We don't sign agreements with people who have amber in their veins. You're out of your depth, Mr. Governor. Oh, you've got some nerve. I'm sure you've never even seen the heart of the tree. Oh, but I have seen it. Since I've been holed up in the bowels of the atrium, I can see it night and day, even in my dreams. And every day I say to myself, hey, Rakash, the heart of the tree is over there, almost within reach. And by your life, you're gonna find some way to steal it, because you're not leaving the tower without it. So. Damit geht's auch schon los. Ich weiß es nicht, ist der Untertitel so zu klein? Ich meine, hier auf meinem Bildschirm ist er ziemlich klein, aber ich muss ihn ja auch nicht lesen, ich kann ja Englisch. Vielleicht kann man das ein bisschen. Steuerung, nee. Grafik. Spiel. Normal. Schwierigkeitsgrad, Untertitel aktivieren. Entdeckung. Hier kann man halt nicht größer stellen, ne? Schade. Dann habe ich gesehen, in dem Video war die Grafik ein bisschen schlecht, aber anscheinend passt sie auch so. Hier auch, guck mal, hier gab's 2014 gab es schon Raytracing hier. Oh mein Gott. Ja. Also, ja, sie haben uns geschnappt. Wir müssen uns jetzt unser Dolch zurückholen. Unsere geliebte Waffe. Hab grad nicht so ganz aufgepasst, wo der ist. Ich denke mal, man kann ja hier richtig weit hüpfen. Da kann man hochklettern, sagt er, ja. So. Wo geht's jetzt weiter? Wo geht's weiter? Ach, da gab's so Haken an der Wand. Ja, genau, hier. Das weiß ich ja noch vom Einspielen vorhin. Die habe ich richtig lang gesucht. Weil, es gibt auch keinen Hinweis, ne? Bei neuen Spielen ist ja immer irgendwie ein gelber Streifen oder so, oder am Pfeil, der dir genau zeigt, ja, hier musst du hochklettern, hier einfach gar nichts. Finde ich aber gar nicht so schlecht. So, dann müssen wir hier rüber. Und, ja. Yeah, well, don't get excited. We'll play for it with dice tonight. In the meantime, keep your hands off. Okay. Okay. Wie die Stimmen einfach gar nicht passen. Und sich komisch bewegen, aber naja, ist okay. They must be talking about my dagger. Ja, die reden über deinen Dolch. Und den holen wir uns jetzt zurück. Aber zuerst hier nochmal einen Schluck. Lecker. So. Hier können wir aufmachen. Irgendwie? Konnte man? Habe ich das jetzt übersehen? Bin ich blöd? Hier konnte man aufmachen. Ich weiß es doch. Ich sehe gerade den Schalter nicht. Tut mir leid. Gut, hier kann man nicht aufmachen. Ich bin mir sicher, man konnte aufmachen. Hier hochklettern? Ja, genau. So. Ja, hier ist wieder so ein Haken an der Wand. Oder man trifft ihn einfach nicht. Ja, ist gut. Und da ist auch schon die erste Wache. Jetzt machen wir Schleichmodus. Und hier, die erste Falle, ne? Wenn man hier gegen das Zeug läuft. Ich demonstriere es mal. Ist schon vorbei. Also, hat man eigentlich schon verloren. Darum machen wir das diesmal nicht. Schleichmodus. Und wir können eigentlich mehr oder weniger vor ihm rumschleichen, weil er schläft. Wir dürfen ihn nur nicht berühren.
So, bin wieder zurück. Meine Katze wollte rein. Und die zerkratzt mir sonst die ganze Tür. Man kann ja die Fackeln kann man löschen. Und solange wir im Dunkeln sind, leuchtet unsere Tätowierung hier. Was bedeutet, dass wir nicht gesehen werden können. Was total unrealistisch ist, da man ja leuchtet. Aber egal. Jetzt können wir die Tür hier aufmachen. Und ja. Kommt die Cutscene. The World Tree. It seems so close. But it's a mirage. It's so big that it seems to be close. But I still got a long way to go. So, from what I heard, the only access to the heart is a bridge which that two-faced Governor Barron has had closed off with a tamper-proof lock, and he keeps the only key in his apartments. And as if that wasn't bad enough, the whole area is crawling with elves. I'm gonna have to go down into the prisons and free my... Die Elfen sehen ja richtig badass aus. Was ist denn mit denen passiert? So, if I'm gonna survive in this tower, I'm gonna need somewhere safe to get organized, as well as a map of the atrium. Well, I'll get nothing done standing around here. I'll get my dagger, and then it's off to work. Tja. Dann besorgen wir mal den Dolch immer noch. Gotta be sneaky here. If I stay under there, I won't be seen. Die haben die Entwickler auch ganz tricky einfach die Durchgänge markiert, indem sie Pilze gesetzt haben. Leuchtpilze. Hier kann man einfach schön durchsneaken. Und dann darauf warten, dass sich der umdreht. Dass er sich umdreht. Geh jetzt. So, und dann kann man schön hier unten durch. Und schon geschafft. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also diese Reinigungsutensilien und Stühle und so. Die müssen wir echt aufpassen. Hier ist auch schon wieder so ein Besen. Die fallen halt zu gerne um. Ja, kann man durchgucken. Und hier mit das Schloss knacken und dann können wir durch. Ach, da ist ja zu. Das ist ja eh zu. Ja, da lassen wir ja auch zu. Komm. Bam, bam, bam. Jetzt wäre ich fast gestorben. Komm. Hüpfen. Ja. Hoch. Geh hoch. Styx. Styx. Ach, falsche Taste gedrückt. Okay. Hier kann man sich so gegen die Wand drücken, weil man kann auch so laufen, aber sieht blöd aus. Hier gegen die Wand drücken sieht realistisch aus. So, Teppich. Assassin's rule number one. Always strike from behind. Especially when the fucker is twice your size. And remember to land on the carpet to make less noise. Ja. Also. Immer auf dem Teppich landen. Auf dem Teppich bleiben und dann den Knopf lang drücken. Und was machst du da? Ist doch gut versteckt. Also ich würde den jetzt so lassen. Mit in den Schrank mit dir. Zack. Und weg. Und noch Licht aus. Fackeln kosten Geld. Da können wir alles sparen hier. Alles sparen. Energie sparen. So. Ach, hier ist wieder so ein Trank. Und ein Hebel. Ach nee. Verdammt.
Ach. Was ist das? Ja. Jo, so geht's auch. Die Leiche lassen wir jetzt hier liegen. Soll sein. Ich denke mal, der Kampf ist unausweichlich, der erste. Immer schön durch Schnüsselloch gucken. Das ist wieder so ein Trank. Komm. Ich weiß nicht, ob das was bringt, da durchzugucken durch die Schlüsselloch. Ich meine, es ist natürlich blöd, wenn man in einen Hinterhalt läuft. Let's keep going. Ja, schön zumachen. Sand, a little spit. That could put that torch out from here. Hier, mach mal. Hallo? LB? Ja. Einmal, zweimal. Was man mit dem Sand alles machen kann, ne? Hier müssen wir wieder schleichen. Eigentlich sieht der uns, ne? Eigentlich müsste der die Tätowierung sehen. Hier kann man sich verstecken. Aber das bringt uns jetzt gerade nichts. Wir müssen hier rein. Genau, genau. Und dann. Wieder rein. Wieder rein. Nein! Ja. Also kämpfen kann er nicht. So. Versuchen wir das nochmal. Das war ja nix gerade. Wie lange brauchen wir, um zum Schloss zu knacken? Echt? Ich bin jetzt richtig ungeduldig, weil ich das jetzt so versemmelt habe. Lass mal was trinken. So, jetzt machen wir es richtig. Einmal, zweimal, dann holen wir uns neuen Sand. Dann nicht hüpfen. Schleichmodus. Schleichmodus, ja. So, jetzt schleichen wir uns gleich in das Loch. Oh, er hat uns fast gesehen. Oh, je, oh je. Komm, geh weg da. Wir müssen nämlich hier, glaube ich, unter den Tisch. Oder? Ach nee, da hinten müssen wir. Jetzt sehe ich halt nicht mehr, wo die sind. Na, oh, das ist genau vor mir. Der steht mir den Rücken zu mir. Komm, bitte mach das keinen Lärm, wenn ich hier drüber laufe. Ja, ja. Diesmal haben wir es geschafft. Diesmal haben wir es. Jo. Hier bin ich auch. Ich glaube, 5-mal gestorben. Ja, kotz dich mal schön aus. Sollst vielleicht weniger trinken. Dann hättest du auch noch Haare. Mein lieber Freund. Du, die sehen mich einfach nicht, ne? Das ist schrecklich. Ich stand hier schon 5-mal, die haben mich jedes Mal gesehen, weil ich vergessen habe, den Versteckknopf zu drücken. Man muss ja wirklich sich an die Wand pressen, damit man versteckt ist. Jo. Ja, dann würde ich sagen, dann war es hier von dem ersten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, liked den Part und schreibt mir einen Kommentar, wie es euch gefallen hat, weil ich will ja meine Qualität ein bisschen verbessern von den Videos. Und das schaffe ich nicht, wenn ihr nichts dazu sagt. Beziehungsweise, ja. Jo.